Hallihallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher 2. Wir sind hier letztens gewesen, haben mit diesem komischen Typen geredet, haben was bekommen. Schauen wir mal im Journal. Des Königs Wille. Seit Geralt von Riva ihm das Leben gerettet hat, wollte König Volt es ihm ständig um sich haben. Der Monarch belagerte die Burg der aufständischen Baronin La Valette. Und Geralt verbrachte seine Zeit im Heerlager mit Driss Marigold, Zauberin und Foltes Beraterin. Angenehm verstrichen die Tage, auch wenn sie unser Held ein wenig zu langweilen begann. Doch dann wurde er am Tag der Erstürmung zu seiner Majestät zitiert und die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Kaka der Lavalettes. Meine Geschichte beginnt nach jenen denkwürdigen Ereignissen, da der Hexer Geralt von Riva, auch bekannt als Weißer Wolf, den temerischen König Foltes für einen Meuchelmörder bewahrt hatte. Zudem hatte der Herrscher auf der Anwesenheit des Hexers bestanden und Geralt war vom Monsterjäger zum königlichen Beschützer geworden. Diese Position wurde ihm zunehmend unbehaglich. Doch einem König schlägt man keinen Wunsch ab. Und so war Geralt beim Sturm auf die Burg La Valette zugegen, der von Foltes höchstpersönlich angeführt wurde. Hexer kennen jedoch die Launen des Schicksals. Innerhalb der Burgmauern verließ das Glück unseren Helden. Es gab eine tragische Verwechslung und Geralt landete im Kerker. Dort berichtete er Vernon Rocher ausführlich von jüngsten Ereignissen. Militieres Herz. Im König Foltes Lager schießt Geralt auf die Haudegen von Grinfried. Der Hexer litt unter Gedächtnisverlust und entsann sich nicht, wie sehr ihm diese Schweinehunde während der berüchtigten Jagd auf den goldenen Drachen zu schaffen gemacht hatte. Zu Boholt, Häcksler und Neuntüte hatte sich ein neues Mitglied zugesellt, der Kleine genannt. Die vier sollten an dem Sturm auf die Burg La Valette teilnehmen, hatten aber zuvor in trunkenem Zustand mit ein paar Soldaten gewettet. Der Kleine sollte es schaffen, die Burg in Unterhosen und Hemd zu erstürmen. Bei dieser Ruhmestat sollte ihm ein Amulett behilflich sein, das eine Priesterin gestohlen worden war. Um Rat gebeten äußerte Geralt sich kritisch über das Amulett und brachte die Haudegen von ihrem Form ab. Kleine beschaffte sich eine Rüstung, wie es der gesunde Menschenverstand gebietet. Die Königsmörder. Nachdem Geralt die Pläne des Großmeisters durchkreuzt hatte, schien es, als ob die Situation in Visima zur Normalität zurückkehren würde. Das kam ganz anders. Als der Hexer vom König einen Preis überreicht bekam, schlich sich ein Attentäter in den Saal. Foltes verdankte sein Leben allein der Geistesgegenwart des Hexers. Geralt tötete den Attentäter und rettete so den Monarchen. Doch wusste er nicht, wer den Königsmörder entgesandt hatte und aus welchem Grund. Es beschäftigte ihn, dass der Attentäter an einen Hexer erinnerte. Ja, vielleicht sogar einer war. Das sind die Quests, scheinbar. Da haben wir Charakterhandwerk, Tutorials, Alchemie, Glosser. Ja, und ich weiß nicht genau, was wir hier machen sollen. Wenn das Quests sind, dann kommen im Prolog von The Witcher 2 dieser Abschnitt des Spiels, macht dich mit der Geschichte, deren Hintergrund und den grundlegenden Spielmechanismen vertraut. Wir wünschen einen Riesenspaß. Das CD-Projekt Red Team. Okay. Habe das Gefühl, das ist viel zu laut. Lass uns nochmal die Einstellung über Musik und Sound nachdenken. Wir machen alles auf 3. Auf 4 ist bereits schon zu laut, habe ich das Gefühl. Dialoge machen wir auf 6 oder dann so. 3, 4, 5, 6 bitte. Hey! Danke, so. Oh, fortsetzen bitte. Okay, wir haben es geschafft. So. Das heißt, weit im Norden Gatlin stammen Wilder, die splitternackt in den Kampf ziehen. Wenn du wieder mit dem Spiel durchgespielt, du kannst es auch selbst spielen, du wirst 5 Switch, oder? Sprich die Option noch mehr. Ja. Ich wette, du schlägst die Lavalette. Ich muss sterben, ich weiß es. Scheiße, ich will nicht wegen einer Wette sterben. Hier steht die Ehre der Haudegen von Grinfried auf dem Spiel. Da wird nicht gebarmt. Okay. Ist einer der unseren, oder nicht? Wer, was? Ja, egal. Hier haben wir noch einiges zu tun. Sauersuppe, was soll das sein? Da wiegt eine ganze Abteilung auf. Wir statuieren ein Exempel. Irgendwelche Ratschläge vom Veteranen? Nein. Kopf hoch, Hexer. Irgendwelche Ratschläge vom Veteranen? Okay. Nochmal, das ist eine Feldküche. Kein königliches Hochzeit. Elende Trottel. Gut. Heute sollte es Sauersuppe geben. Was unterhalten? Elende Trottel. Licht an.
Licht aus? Warum geht das? Was hat das für einen Sinn? Sitzen Sie jetzt bei Tisch. Deine Anwesenheit beleidigt die Götter. Sie werden sich in der Schlacht von uns abwenden. Nein. Du hast den Großmeister besiegt und die Rebellion in Fusima beendet? Ja, in Fusima. Du hast den Großmeister besiegt und die Rebellion in Fusima beendet? Na gut, hier gibt es nur kleinere Gespräche, wie es aussieht. Was? Wieso nicht? Mir knurrt seit Stunden der Magen. Ich kann nur noch an die Suppe denken. Wirklich? Mehl ist aus. Sie haben es nicht geliefert, sondern gestohlen. Aha. Sich voll. Und wir können es ausbaden. Ja. Was gibt es denn dann? Wenn alles gut geht, trinken wir unseren Wein noch. Na gut, es gibt nicht das versprochene Essen. Diese Tripoker hauen ja ganz schön dazwischen. Unsere die da oben auf den Mauern scheißen sich vor Angst in die Hosen. Nur was sie verdienen. Ich hasse diese Verräter. Du lachst? Später befehlen sie dich da. Diese Tripoker hauen ja ganz schön dazwischen. Volltest. Die da oben auf den Mauern scheißen sich vor Angst in die Hosen. Bisschen Schnaps bevor sie okay. Du lachst. Später befehlen sie dich darauf, dann rutschst du auf der ganzen Scheiße aus. Okay. Bisschen Schnaps bevor sie vor Angst in die Hosen. Da schießt ihr dann daneben. Ja. Haben wir hier irgendwas? Nö. Nee. Hier geht's sogar weiter scheinbar. Boah, das ist das ganze Lager hier. Das ist schon interessant, oder? Mit Volltest zum Sieg! Ja, mit Volltest zum Sieg, Mann! Oh, ich bin aber verwirrt. Ich gehe nämlich den ganz falschen Weg. Ja, das sind Verletzte. Mit Volltest zum Sieg! Schnaps, bevor es auf den Turm geht? Oder schießt ihr dann daneben? Okay, hier ist nix. Das war leider verschwendete Liebesmühe. Gut, dann vielleicht hier. Hallo? Willst du einen interaktiven Gegenstand verwenden? Stell dich davor und drücke die entsprechende Taste. Okay. Die reden nicht, die handeln nur. Verstehe ich ganz und gar. Dann gehen wir mal hier weiter. Die da oben auf den Mauern scheißen sich vor Angst in die Hosen. Haben wir schon gehabt, so einen Text. Tut mir leid. Du los, bla bla bla. Irgendwelche Ratschläge vom Veteranen? Mit ihnen in die Asche, Geralt. Ja, mach ich. Volltest zum Sieg! So viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Ja. Aber zack! Nicht so langsam da! Ihr seid bei mir gewesen! 1, 2, 1, 2, Bewegung. Los. So viele Kerle fallen. Mit ihnen in die Und das Asche, wegen Geralt. Eines Frauenzimmers. Ich könnte quasi mit jedem reden, aber... Und die Rebellion in Fusima beendet? Wir reden leider nicht viel. Beleidigt die Götter. Bist du tatsächlich so hart, wie man von uns abwenden? Irgendwelche Ratschläge Schade. Von Veteranen? Ich bin zu alt für sowas. Wirklich? Deine Anwesenheit beleidigt die Götter. Irgendwelche Ratschläge von Veteranen? Oh Gott, ich verbrenne. Deine Anwesenheit beleidigt die Götter. Ich hab schon Schaden genommen, bevor der Kampf beginnt. Deine ganze Abteilung auf. Willst du unsere Sache unterstützen? Was für eine Sache. Ja. Wir haben da so einen Hilfsfonds für Veteranen. Einen Fonds? Und das hat euch schon jemand geglaubt? Das ist kein Betrug. Hier geht's ums Armdrücken. Armdrücken? Genau. Du tust die Cola auf den Tisch und trittst gegen mich an. Wenn du gewinnst, sagst du die Einsätze ein. Wenn nicht, dann kriegt der Fonds die Piepen. Lust auf Armdrücken? Klar, why not? Akzeptieren, was ist... Was ist das? Sind das die Orts, die man setzt? Vielleicht kann man das auch kampflos erledigen? Versuch die Maustaste wie ein Feld zu halten. Erreicht die linke Seite des... verlierst du. Erreicht die rechte Seite des Balkens, hast du gewonnen. Bam. Okay, ich hab's nicht ganz verstanden, aber... Wir haben gewonnen scheinbar. Achtung, du bist ein strammer Bursche. Zu Hause sitzen sie jetzt bei Tisch. Okay. Auf Arm drücken? Probier was nochmal aus. Uns mal zwei hatten wir letztens gewonnen, okay. Ups. Ja, wir hatten die Mitte hier so. Und gewonnen! Ha, sind wir gut. Aber kriegen wir wirklich nur 2 Euro immer? Bursche. Ja, danke. Vielleicht kann man das auch Na gut, also. Sei gegrüßt. Hallo. Die letzte Runde Würfelpoker ist ein Weilchen her. Oh ja. Das verlernt man nicht. Möchtest du spielen?
Definitiv. Habe ich früher schon gern gespielt. In The Witcher 1. Komm, wir machen 10 Einsatz. Ist ja gar nichts. Okay, wirf die Würfel. Seht ihr da nicht mal irgendwas? Okay. Das ist seltsam. 5 haben wir, 2, 3, 5er. Wenn ich das richtig sehe, dann würfeln wir die beiden einfach anders, oder? Obwohl, das scheint ja eine 6 zu sein. Ja. Ja, natürlich. Ja. Achso, das ist ein Mitspieler, das ist nicht mehr so bequem wie damals. 3, 2, 5 und 4. Warte, hat er 2, 5 und 2, 4. Das reicht doch nicht. Wirf die Würfel. Eine 4, toll, wie gerade eben. Du hast gewonnen. Weil er hat leider nicht so eine gute Zahl. Also ist jetzt schwieriger, habe ich das Gefühl. Du bist gut. Das Geld ist dein. Danke. So, haben wir schon wieder ein paar Orens gut gemacht. Können wir hier... Leder haben wir. Und Diamantenstaub. Okay. Nehmen wir mit, natürlich. Das könnten wir eventuell gebrauchen. Ich bin Soldat. Das ist mein Beruf. Wer den Mumm verliert, ist ein toter Mann! Okay. Wir statuieren ein Exempel an ihn. Ich bin zu alt für sowas. Diese Bande von Versagern ist ein Scheißhaufen und keine Armee. Du hast den Großmeister besiegt und die Ritter gegen den Kopf. Ich bin zu alt für sowas. Sondern überleben. Bevor es auf den Turm geht? Kopf hoch, Hexer. Gute Frage, alles hier. Aufgestellt! Na gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Können wir hier durch? Schauen wir nicht. Okay, also da müssen wir nicht weiter. Aber wir haben einige interessante Dinge erlebt. Später befehlen sie dich da. Wir haben immer mit Würfeln gespielt. Und Würfel spielt, das war geil. Bisschen Schnaps, bevor es auf den Nein. Mit Volltest zum Sieg. Oh mein Gott. Kopf hoch, Hexer. Irgendwelche Ratschläge vom Veteranen? Ich bin zu alt für sowas. So viele Statuten quasi, die man hier hat. Es ist euch vergeben. Auf in den Kampf. Hier wird gebetet, scheinbar. Mit denen können wir leider nicht reden. Na gut, lassen wir es. Aber alles interessant. Mit Volltest zum Sieg. Wir spießen sie. Den Sieg erflehen irgendwelche Ratschläge vom Wetter. Nein, nein, nein. Du hast den Großmeister besiegt und die Rebellion. Ja. Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter. Wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ganz offen, Majestät. Ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Ich als Friedensbote. Potzblitz, du? Abgesandter der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt? Des Kaisers von Nilfgaard, der über ein Dutzend freier Königreiche blutig erobert hat? Um ihnen Recht, Kultur und vor allem Frieden zu bringen. Ja, 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 natürlich. So ein Hexer wiegt eine ganze Abteilung auf. Ja. Wo ist er denn? Hier oder was? Oh Gott. So, können wir hier runter? Nee. Wir haben auf jeden Fall König Volltest gehört, da. Das endlich. Ist, da ist er ja. Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Okay. Folgt mir, ihr Herren, wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Was meint er mit Verräter eigentlich? Oh. Gleich mal einen Schuss in diese Nähe. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Oh, okay. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr.
Boah, das sieht brutal aus, was der Meister da hat. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man sagen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Ponta-Feldzug. Norman Sador. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Ja. Norman Sador. Für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Nein. Hat da jetzt jemand was ernannt? Wow, das trägt dir bestimmt viel. Okay, mir gefällt jetzt noch nicht alles so ganz. Musik und Sound, ich finde die Dialogstärke können wir doch noch ein bisschen stärker machen. So, vielleicht. 10, lassen wir mal 10. So. Ja. Zehnschaftsführer der Schützen. Da geht einem das Herz auf. Na, zuerst müssen wir den Mauervorsprung besetzen. Ich bin zu alt für sowas. Tritt ihnen in die Ärsche, Geralt. Nicht nach Beute und Weibern suchen, sondern Überlebende verfolgen. Zuerst müssen wir den Mauervorsprung besetzen. Ja, das kann sein. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder. Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück. Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich's einfach. Kommt ja nicht in Frage, dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Dank Geralt von Riva ist meine Tochter Ada heute am Leben und die Gemahlin Radowitz von Redan. Perfekt, ich stimmt, verstehe. Nein, ich fürchte, du verstehst nicht, Gesandter. Dieser junge König giert doch danach, dass ich die Hufe hochreiße. König Radovid von Redanien wünscht eurer Majestät gewiss nur Gesundheit und ein langes Leben. Das könnte man sagen, vielleicht. Ach ja, mir kommen die Tränen. Die alten Geschlechter würden ohnehin keinen redanischen König anerkennen. Da muss Ada sich wohl mit Redanien bescheiden. Ah, die Frage der Erbfolge ist also noch nicht geklärt. Euer Majestät, ich bitte um Erlaubnis, mich entfernen zu dürfen. Gewährt. Okay. Sehr interessant. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist es schon gekommen. Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich doch. Nun ja. Nicht allzu sehr. Seine Exzellenz troff vor Angstschweiß. Aber das bleibt unter uns. Dein Humor ist noch da, wie ich sehe. Natürlich. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Soll ich sagen, vielleicht war es ein Hexer, aber das könnte nachteilig sein. Nichts Neues, Majestät. Ein ganzer Monat ist schon verstrichen, aber wir wissen kaum mehr als zu Beginn. Diese ganze Untersuchung führt zu nichts. Meine Leute haben auch nicht viel erfahren. Aber wir finden die Schuldigen, das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Schlacht. Sehr schön. Bleib bei mir. Später kannst du deiner Wege gehen. Danke, okay. Majestät. Wow. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr. Tja, wir machen kaum was, aber so viel Zeit verstreicht. Was ist denn da los? Oje, Graf Edgeberry. Hier, Hexer. Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Noch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon! Wie viel höher? Oh, sag nicht, dass wir das jetzt... Weil ich bin schlecht in solchen Dingen. Der da? So, mal sehen, ob wir richtig getroffen haben. Eigentlich dürfen wir nicht daneben. Oh. Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer! Das war aber extrem weit daneben. Extrem weit. Schade. Ob man da hätten treffen können? Ob das was verändert hätte?
Mann, beginnt jetzt schon der Angriff? Ist das der mit der grässlichen Wunde? Königswille. Da beenden wir erstmal die Folge. Vielen Dank fürs Angucken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn wir nicht viel erledigt haben. Mir macht es trotz allem Spaß, auch wenn es im Moment mehr Film ist als alles andere. Und wir noch nicht viel machen konnten, aber das ändert sich bestimmt. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit der nächsten Folge. Morgen nämlich. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.